Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie man die Instor-IN 6014 HD installiert. Auf die ganzen technischen Erklärungen, was zum Beispiel Point-to-Point, DDNS, DHCP und so weiter ist, werde ich jetzt nicht genauer eingehen, da es sonst den Rahmen sprengen würde. Zu diesen Themen kommen aber in Zukunft noch ausführliche Informationsvideos. Also, fangen wir an. Zuerst wird die WLAN-Antenne an die Kamera angeschraubt, wenn man das nicht schon gemacht hat. Dann wird die Kamera über das Netzteil an die Steckdose angeschlossen. Nach etwa einer Minute wird die Jungfernfahrt durchgeführt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten für die Installation. Bei der ersten, der sogenannten Point-to-Point-Installation, wird ein Router mit WPS-Funktion benötigt. Die meisten haben diese allerdings schon, außer man besitzt noch ein Fossil aus dem letzten Jahrzehnt. Also, die WPS-Funktion aktiviert man mit einem Drücken auf den WPS-Knopf am Router. Anschließend drückt ihr noch 3 Sekunden auf den Reset-Button an der Kamera. Jetzt öffnet ihr die vorher installierte InstaVision App. Klickt hier, um eine neue Kamera hinzuzufügen und wählt Point-to-Point-Kamera. Jetzt scannt ihr den QR-Code auf dem Aufkleber auf der Unterseite. Wenn das nicht klappen sollte, müsst ihr die ID per Hand eingeben. Der Standard-Benutzername ist Admin, das Standard-Passwort Insta. Nun klickt ihr auf Sichern und die Kamera sollte nach einer kurzen Ladezeit hier zu sehen sein. Jetzt kommen wir aber zu der zweiten Installationsmöglichkeit, welche ich bevorzuge, da man auf diese Weise mehr Einstelloptionen hat. Die Kamera wird über das LAN-Kabel mit dem WLAN-Router verbunden. Als nächstes rufen wir in unserem Browser die Webseite www.install.insta.de auf, wählen eine Sprache und klicken auf Weiter zur CD. Hier geben wir unser Kameramodell ein. Wie bereits erwähnt, werde ich die Installation jetzt nicht über WPS, sondern über LAN durchführen. Ausgepackt haben wir die Kamera schon und die ganzen Sachen habe ich euch im Unboxing-Video auch erklärt. Das haben wir auch schon gemacht, das auch und das auch. So, nun können wir uns hier das Insta-Kamera-Tool runterladen, welches sich auch auf der CD befindet. Klickt auf euer Betriebssystem und installiert das Tool. Anschließend startet ihr es natürlich auch. Wenn eure Kamera am Router angeschlossen ist, klickt ihr hier auf Suchen, wenn sie nicht schon automatisch gefunden wurde. Mit einem Doppelklick geht ihr auf den Eintrag. Der Standardbenutzername ist wieder Admin, das Passwort Insta. Hier sollte automatisch eine feste IP-Adresse vergeben sein. Die Subnetzmaske wurde auch schon korrekt eingetragen. Kamera Gateway und DNS werden bei den allermeisten die IP-Adressen eures Routers sein. Geht nun auf Bestätigen. Jetzt wählt ihr euer WLAN aus und ja, unser WLAN heißt Virus. Hier gebt ihr den WLAN-Schlüssel ein und geht auf Testen und nun auf Bestätigen. Hier wird auch die DDNS-Adresse angezeigt, mit der ihr, wenn ihr euch nicht im selben Netzwerk wie die Kamera befindet, auf diese zugreifen könnt. Dafür müsst ihr noch eine Portweiterleitung einrichten. Wenn euer Router hier aufgeführt ist, klickt ihr auf den entsprechenden Link und ihr kommt zum InstaWiki, wo das speziell für euren Router erklärt wird. Ich werde euch die Portweiterleitung jetzt beispielhaft an einem Telekom Speedport Router zeigen. Dafür ruft ihr die Weboberfläche eures Routers auf, indem ihr seine IP-Adresse eingebt. Das ist in den allermeisten Fällen die 192.168.1.1 oder wie beim Speedport 2.1. Jetzt gebt ihr das Gerätepasswort ein. Klickt auf Internet und dann auf Portfreischaltung. Wählt bei TCP-Umleitung die Kamera aus. In meinem Fall ist das PC und die IP-Adresse der Kamera, welche mit 2.101 aufhört. Hier tragt ihr überall einen freien Port ein. Standardmäßig nehme ich jetzt mal 80. Wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht funktionieren sollte, nehmt ihr zum Beispiel 85. Jetzt klickt ihr auf Speichern und dann war es das auch schon mit der Portweiterleitung. Wie gesagt, Insta liefert hier echt gute Anleitungen für die unterschiedlichsten Router. Den Setup Wizard können wir nun schließen.
Nach den 120 Sekunden öffnet sich die Weboberfläche, die wir immer aufrufen können, wenn wir die IP-Adresse der Kamera im Browser eingeben. Also am besten ihr notiert euch die mal. Das LAN-Kabel könnt ihr jetzt auch entfernen. Falls ihr euch den Livestream noch nicht angucken könnt, müssen wir jetzt noch den Flash-Player installieren. Passt dabei auf, dass ihr die Haken hier rausmacht und den Müll da nicht mit runterladet. So, speichern und ausführen. Das dauert jetzt noch kurz und dann müssen wir den Browser neu starten. Bei der Gelegenheit könnt ihr gleich mal ausprobieren, ob ihr eure Kamera über die aufgeschriebene IP-Adresse erreichen könnt. Nun sehen wir auch das Bild der Kamera. Jetzt kann es sein, dass die SD-Karte noch nicht aktiviert ist. Das seht ihr daran, wenn hier oben nicht SD-Karte steht. Für die Aktivierung geht ihr auf Alarm und dann auf SD-Karte. Jetzt wählt ihr SD-Karte formatieren und bestätigt das Ganze. Wenn ihr nun die Seite neu ladet, könnt ihr Aufnahmen auf der SD-Karte machen und diese angucken. Zur Aufnahme klickt ihr hier auf SD. Angucken könnt ihr die Videos und Fotos hier. Im nächsten Video werde ich die Weboberfläche aber noch einmal ganz genau erklären. Als nächstes werden wir noch die Zugangsdaten ändern. Das könnt ihr unter System und Benutzer machen. Wie man sieht, bietet Insta die Möglichkeit, drei unterschiedliche Benutzer hinzuzufügen. Ihr solltet für alle drei die Passwörter ändern und dann bestätigen. Nur noch eine Sache, über die Portweiterleitung, die wir vorhin eingerichtet haben, können wir die Kamera jetzt auch von unterwegs aus aufrufen. Also wenn wir uns nicht im selben Heimnetzwerk oder einfach gesagt WLAN befinden. Dazu braucht ihr die DDNS-Adresse, welche ihr unter Netzwerk und DDNS findet. Gebt diese in den Browser ein und fügt einen Doppelpunkt und die in der Portweiterleitung eingegebene Portnummer ein. In meinem Fall war das 80. Bei mir wird das jetzt nicht laden, da ich mich mit meinem Laptop im selben WLAN wie die Kamera befinde. Wenn ihr das aber von unterwegs macht, sollte das klappen. Okay, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren stellen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.